Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie über jedes beliebige Video eine Overlay-Grafik einfügen können, zum Beispiel um ein Video mit einem eigenen Logo zu verzieren. Und wenn ich sage jedes beliebige Video, dann muss es schon ein AVI-Video sein, denn wir machen das Ganze hier mit dem Programm VirtualDub und deswegen muss das Video auf jeden Fall von VirtualDub eingelesen werden können, damit es also funktioniert. Heißt, wenn Sie ein Flash-Video haben und Flash-Video kann VirtualDub nicht einlesen, dann müssten Sie das Video erst konvertieren. Wie Sie ein Video zu AVI konvertieren, haben wir auf sempervideo.de bereits in einem anderen Video gezeigt. So, ich habe jetzt hier ganz normal ein Testvideo von sempervideo zu einem anderen Beitrag in VirtualDub geöffnet und als nächstes muss ich jetzt noch die Overlay-Grafik einfügen. Das habe ich jetzt mal hier gemacht. Einfach ein ganz einfaches Bild, im Großen und Ganzen nur der Schriftzug von sempervideo.de. So, innerhalb von VirtualDub gehen wir auf den Menüpunkt Videos und haben wir hier als ersten Menüeintrag den Punkt Filters. Klicken wir drauf, kriegen wir hier eine leere Liste, weil derzeit noch kein einzelner Filter hinzugefügt wurde. Dazu haben wir hier den entsprechenden Add-Button, klicken wir auch drauf. So, und jetzt müssen wir uns hier den entsprechenden Filter suchen, und zwar der Filter, den wir brauchen, ist der sogenannte Logo-Filter. Also klicken wir, nachdem wir ihn angewählt haben, auf OK. So, jetzt können wir hier das Bild anwählen, das ist bei mir ESVBMP. Geben wir also einfach den Pfad ein oder wir klicken hier auf die drei Punkte, dann können wir das ganz normal mit dem Dateibrowser auch auswählen. So, hier können wir jetzt noch angeben, wenn die Grafik über einen sogenannten Alpha-Channel verfügt, dann ist das dann so, dass zum Beispiel weiße Teile, der weiße Hintergrund einer Grafik nachher nicht angezeigt wird, werden Sie gleich sehen. Komme ich nochmal drauf zurück. Ansonsten hier die Ausrichtung der Grafik, hier TL steht für Top Left, Top Center und Top Right und so weiter und so fort, können wir uns jetzt also hier aussuchen, wo das Logo am Ende erscheinen soll. Ich lasse es jetzt hier mal an Top Left, weil das dann für uns hier am besten zu sehen ist. Wir können hier auch schon auf den Show Preview Button klicken. Dann kriegen wir hier schon den ersten Überblick. So wird es also aussehen. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir ja hier den Browser. Und da oben links ist jetzt die eben gezeigte Grafik einfach übergelegt. Und hier nochmal der Sprung zurück auf den Alpha Channel. Wenn ich jetzt eine Grafik angelegt hätte, in der der weiße Hintergrund, sage ich jetzt mal hier, im Alpha-Channel nochmal angezeigt worden wäre, dann würde dann diese Grafik mehr durchsichtig erscheinen. Ist allerdings bei der Grafik ein bisschen schwierig, weil das Weiß in dem sempervideo.de Schriftzug ist dasselbe Weiß wie im Hintergrund. Da würde dann in diesem Fall eher beides durchsichtig sein. Da muss man sich dann ein bisschen mehr Mühe mit der Grafik geben, als ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Gut, wenn wir das also alles so eingerichtet haben und damit zufrieden sind, klicken wir einfach auf den OK-Button. Dann ist der Filter hier hinzugefügt worden. Das Bild hatte vorher 800x600 und hat auch nachher 800x600, allerdings dann mit dem Logo-Filter. Alpha ist off und die Grafik ist SVBMP. Also einfach auf OK klicken. Jetzt ganz normal speichern. Mit F7 speichere ich das Ganze jetzt einfach mal kurz ab. So, nach der abgeschlossenen Konvertierung öffnen wir die Datei im Media Player. Habe ich jetzt mal hier. Öffnen wir das Ganze. So, und dann sehen wir jetzt hier in der Datei, kann ich leider nicht ranzoomen, aber genauso wie in der Preview haben wir hier oben jetzt unser Logo. Es sieht hier in dem Player ein bisschen komisch aus, sage ich jetzt mal von den Farben her. Das macht aber nichts, ist hier nur in dem Player. Bei allen anderen wird es ordentlich angezeigt. Also eine relativ einfache Sache. Okay.